Davari. Wenn wir natürlich die Amateurkämpfe raufschlagen bei Tobi Mutschler, dann sind sie fast gleich auf. Second Sal, Betreuer aus dem Ring. Second Sal, please. Ring frei zur ersten Runde. Seiner größten Vorteil für den Mann aus München in der schwarzen Kampfshort. Und auf geht die Fahrt hier im Leichtgewicht in der ersten Runde. Rechtsausleger gegen Linksausleger. Immer interessante Paarung. Immer natürlich für den Linksausleger eher die unbequemere, weil ungewohntere Variante. Oh, Savary. Der guten Kombination. So, beide sagen von sich, sie sind Allrounder. Sind wir mal gespannt. Noch lauern sie. Stochern so ein bisschen. Kicken sich höchst mal leicht an. Also das Kinn weit oben, Alireza Savary. Muss er aufpassen, dass Mutschler ihn da nicht mal abfängt. Aber der fliegt gerade seiner eigenen Hand hinterher. Bisher Mutschler im Vorwärtsgang und Savary immer langsam rück, immer weg. Oh, schön, gut getroffen die Rechte. Die Rechte war schön reingezogen. Und da kickt zum Körper. Und man sieht, Savary verkrampft da unglaublich. Aber er macht seine Treffer. Er macht seine Treffer. Oh, schöner Judo-Wurf. Oh, schöner Treffer von Alireza Savary. Da muss Mutschler sich erstmal wieder hocharbeiten. Jetzt stehen sie direkt vor uns hier beide. Im Bodylock. Hat er sich nochmal gefangen hier. Anweisung von Sergio Zimmermann, hier den Kampf wieder in die Mitte zu bringen. Oh, was war da los? Weggerutscht oder Wirkungstreffer? Vielleicht beides in kleiner Kombination. Er steht auf jeden Fall. Schöne Links-Rechts-Kombination. Aber da lässt er ihn wieder nach vorne kommen. Also, Tobi Mutschler sieht so ein bisschen mitgenommen aus, wenn man ihn anguckt. So ein bisschen die Augen ganz groß. Aber ist im Vorwärtsgang. Aber ich glaube auch, weil Savary das so will. Der geht freiwillig rückwärts, um zu kontern. Ja, so da hat er ihn abgefangen mit der linken Hand. Oh, das war ein Wirkungstreffer. Rechte gerade, linke Haken abfangen. Hier aus der Ecke von Savary. Achten wir mal drauf, ob er das durchbekommt. Wenn Mutschler im Vorwärtsgang ist. Er lauert. Er lauert eher immer auf die Aktion des Gegners. Rechte gerade. Die saß schon, also wurde schon mal geschlagen auf jeden Fall. Dann fehlt uns jetzt noch der linke Haken und das Abfangen. Oh, Kick zum Kopf. Schön getroffen und schön zu Boden gebracht hier von Mutschler. Mucci, Mucci, Mucci. So wird er hier angefeuert. Also da gibt es eine sehr gute Ringecke-Kämpfer-Kombination. Ja. Wenn die Ansagen was, sofort was, umgesetzt werden. Was Sergio Zimmermann sagt, das setzt Alireza Savary um. Oh, schaut auch rüber, hört sich an, was da gesagt wird. Er weiß, dass er die Runde, also in meinen Augen hat er die Runde gewonnen.
weil er die besseren Treffer gesetzt hat. Jetzt müsste Mutschler schon nochmal ein Feuerwerk zu den letzten 20 Sekunden ablassen. Ja, dafür müsste er sich aber irgendwie lösen vom Gegner. Aus der Situation raus. Nee, da passiert nichts mehr. Ende der ersten Runde. So, und auch das eine schöne Geste. Tobi Mutschler hilft seinem Kontrahenten auf. Und dann gehen beide erst in die Pause. Da, ja, da hat er ihn schon so ein bisschen gehabt, aber er fällt auch einfach nach vorn. Boom. Ja, Alireza Savary wartet darauf, dass Mutschler nach vorne kommt. Ja, da war der linke Haken. Da war der High Kick. Aber da setzt Ali dann gleich noch wieder eine rechte hinterher. Also die Runde, ja. Ja, und Mutschler schon gezeichnet hier im Gesicht. Zeichnet jetzt ja schon blaues Auge ab. So, beide umkreisen sich jetzt hier. Mutschler versucht die Ringmitte zu halten. Die rechte Weite vorne. Ja, und Ali geht wieder rückwärts, lauert auf den Konter. Ja. Und Mutschler zuckt da schon zurück. Mutschler könnte ja, natürlich. Savary lacht schon. Mutschler könnte natürlich einfach mal stehen bleiben oder selber rückwärts gehen und warten, ob Savary dann kommt. So. Jedes Mal, wenn Savary schlägt, er telegrafiert das unglaublich. Man muss sich die Mimik von dem Mann anschauen. Ja, man sieht richtig, wie er das Gesicht anspannt, ja. So verzieht. Ja, genau, so jedes Mal so. Aber er ist effektiv darin, was er tut. Oh, gestolpert. Don't go, sagt Sergio Zimmermann. Stand, stand. Aber da hört dein Schützling jetzt nicht. Nee, jetzt hat er so ein eigenes Feuerwerk entwickelt. Weil stay er out, sagt er, stay out. Versucht da rauszukommen, bleibt da weg. Er sieht, dass Mutschler hier den Armhebel angreift, die Triangle angreifen möchte, aber Savary hört nicht auf seinen Trainer. Und dann geht geradewegs hinterher. Passiert jetzt die Guard, ist in der Cross-Position. Aber er hat die Situation beherrscht, er hat auch richtig geschadet. Mutschler musste einige Treffer jetzt einstecken. Das hat er auch gut gemacht. Du hörst das wahrscheinlich nicht gern, aber manchmal ist es auch gar nicht verkehrt, nicht auf den Trainer zu hören, sondern so in seinem eigenen Impuls zu folgen. Das war sicherlich jetzt so eine Situation. Ja, wer trifft, hat recht. Aber noch mehr recht hat derjenige, der am Ende den Kampf gewinnt. Ja, das schauen wir mal, das steht noch offen. Das wird sich dann nachher zeigen, ob dann Ali Savary da vielleicht ein bisschen sich was anhören muss oder ob es dann heißt, okay, hast richtig entschieden. Ja. Oh, da hat er es mal kurz versucht gehabt mit dem Kimura-Eingang, aber es ist schwierig aus der Position hier. Jetzt macht Savary das, was sich in der Situation natürlich anbietet. Einfach erstmal draufpacken, das ganze Gewicht auf den Brustkorb des Gegners. Dann muss der beim Atmen das auch noch hochdrücken. Und wenn er sich bewegen will, ohnehin muss er den ganzen Gegner mitschleppen. Stay heißt das wieder. Und da geht er hinterher. Ja. Sehr schön. Aha. Oh, die Kordel guckt raus. So, wir sehen die Schleifentechnik von Ceyhan Gökel. Und die Hose sitzt, rutscht nicht mehr, passt, wackelt, hat Luft. Weiter geht's. Ja, der Referee macht einen guten Job bis jetzt. Hat immer ein Auge darauf, dass auch die Action stattfindet. Dass nicht so viel passiv gehalten wird. Ja, jetzt hat man es wieder wunderbar gesehen. Ja. Alireza, wie das Gesicht angespannt war, dann erst kamen die Schläge. Also eigentlich müsste man gar nicht auf die Fäuste achten, sondern man guckt ihm wirklich nur ins Gesicht, sieht, sobald sich dort was verkrampft, gleich geht's los. Das gleiche Gesicht auch macht, wenn die Steuererklärung kommt. Puh, vielleicht noch schmerzhafter verzogen. Ja. Der hat gesessen, rechter Kick zum Körper. Der auch schön geklatscht. Ja, hier der Calf-Kick. Wurde gleich beantwortet. Das ist auch immer ein ganz gutes Zeichen, dass eine Technik geklappt hat, wenn der Gegner sofort versucht, sie zu kopieren. So nach dem Motto, du hast mich getroffen, okay, ich kann das besser.
Mal schauen, ob er es gleich wieder versucht. Jetzt ist die Zeit vorüber. So. Es ist ein sehr verhaltenes Duell, wenn es dann so im Stand in dieser Situation läuft. Oh, High Kick. Da muss er aber aufpassen. Das ist schon das zweite Mal. Ich meine, der hat ihn nur gerade so touchiert, der High Kick. Aber der kann auch mal richtig sitzen und dann ist es ein anderes. Ja, aber Mutschler wirkt da nicht entschlossen genug, den mal durchzuziehen mit richtig Power hinter. Ja. Und Savary macht seinen Stil so weiter, entzieht sich dem Ganzen. Das ist ein Kampf, den er im Rückwärtsgang bestreitet. Sidekick zum Knie. Und siehst du? Genau das meinte ich. Er hat einen Sidekick gemacht mit rechts zum Knie und Alireza Savary kontert sofort mit der gleichen Technik. Obwohl man das vorher noch nicht gesehen hat. Oh, das meinte ich. Das meinte ich. Das dritte Mal schon. Ja, und das baut ihn jetzt auf. Und die rechte hängt auch da bei Savary. Da müssen wir drauf achten in der dritten Runde. Da müssen wir drauf achten in der dritten Runde. Das kann ein kampfentscheidender Move sein. Ja, da sollte jetzt mal drauf achten, dass er die rechte hochnimmt, um diesen Kick abzufangen. Ja. Jetzt macht das zu offensichtlich. Ende der jetzt. Bin gespannt. Runde. Schon lange nicht mehr so auf der dritte Runde gespannt gewesen. An den Münchner gehen. Hier, da war wieder die Situation. Die Ringecke, Sergio Zimmermann geschrien hat, stay out, bleib draußen. Und hoffentlich sehen wir jetzt nochmal den Highkick von gerade eben. Upp, da fintiert er unten an, upp. Aber da ist nichts draus geworden. Und hier wahrscheinlich, ja. Upp. Und zeigt uns den Kick bitte. Aber genau, das war glaube ich der bis dato beste Kick. Das Publikum ist da, die wollen diese dritte Runde auch sehen. Oh, schön gekontert mit der rechten. Und da wieder der Kick gegen das Knie. Savary müsste andersrum gehen, müsste weggehen von der Schlaghand, von der linken von Mutschler und auch von seinem linken Bein. Schon wieder der Kick gegen das Knie. Und die rechte hängt bei Savary. Mutschler guckt. Oh. Volltreffer. Heiland Zack. Der hat gesessen, leider nicht im positivsten und nicht im sportlichsten Sinne. Oh, es war nicht beabsichtigt. Ja, das sah auch aber auch wirklich einfach so. Aber da zieht es hier allen. Oh. Da ging ein Raunen okay, durchs Stadion. Wir haben Tie-out. Der arme Tobias Mutschler. So, und jetzt bekommt er Zeit, Tobi Mutschler, um sich zu erholen. Ja, das streift ordentlich drüber, zum Glück nicht voll unten reingehauen, aber selten so einen satten Low-Blow gesehen. Unangenehm. Und der soll er sich Zeit nehmen. Da soll er jetzt wirklich in Ruhe. Da bist du 5 Minuten Zeit. Ja, ja, da soll er auch in Ruhe jetzt hier auf und ab gehen, vielleicht ein bisschen springen, dass sich alles lockert. Klar, die Ansage. Es ist immer schwierig. Wann immer ich so einen Stoß bekommen habe, war es immer so die Frage, okay, wie lange lässt man dich Zeit? Simon, vielen Dank für den Applaus. Man ist selber wieder mit Energie geladen, aber der Gegner dann ebenfalls. Das hat auf jeden Fall Tobias Mutschler angestachelt. Er hat jetzt 3 Calf-Kicks, Low-Calf-Kicks gebracht hintereinander. Und Alireza Savary kontert mit genau so einem Calf-Kick. Die rechte hinterher, immer mit voller Gewalt geschaut. Und die linke, jetzt die saß. Jetzt hat Mutschler mal die linke abgefeuert, jawohl. Aber Alireza, der hat auch schon so einen Kopf, der immer so nach vorne geneigt ist. Und man merkt einfach die Spannung, die der Mann im Körper hat, selbst wenn er getroffen wird. Man sieht es auch im Nacken, dass das alles angespannt ist. Im Nacken auch, ja. Es ist was völlig anderes, wenn man einen Schlag bekommt in völliger Entspannung oder wenn man voll dagegen hält und alles anspannt. Ja, es ist kein Tempo-Duell hier, was wir erleben, die 3 Runden. Da wird viel, viel distanziert. Da wollte er wieder den High-Kick machen, aber da... Also Mutschler weiß, dass dieser linke Highkick, dass das die Waffe ist, die für ihn diesen Ausschlag geben kann, dass er den Kampf gewinnt. Und Mutschi wird ja angefeuert von der ganzen Halle. Aber das braucht er auch. Das braucht er, ja. Er braucht es für diese noch 2 Minuten 45 Sekunden, die gleich bloß noch sind.
Aber Savary ist die Ruhe selbst. Außer wenn er schlägt. Oh, schon wieder ein Low-Kick. Schöner Körpertreffer. So, aber sorry, da sieht man nochmal, das sind meist nur Einzelschläge, die er macht. Jetzt diesen hart getretenen Kick. Ah, da, wieder, das nochmal wieder weggerutscht. Versucht. Das ist ihm schon ein paar Mal passiert jetzt so, dass er entweder der Wucht seines Schlages oder vom Kick selber von den Füßen geholt worden oh, ist. Oh, schöne Rechte von Savary. Aber er geht weiter vorwärts. Tobi Mutschler, man kann ihm eins nicht absprechen. Mut hat er und Kampfgeist. Ja, er geht nach vorne. Und wieder die rechte, Verzeihung, die linke zum Körper. Und wieder der Low Kick. Die Ecke von Alireza Savary feuert ihn an. Es ist deine Runde. Es sind noch 90 Sekunden. Du holst das Ding. Also oh, Mutschler müsste sich schon jetzt wirklich mehr einfallen lassen und vor allem Tempo machen. Jetzt, was will er? Eine Minute Tempo. Die muss er noch gehen. Alles, was da ist. Dann kann er vielleicht noch was rumreißen. Wenn er nur hinterherläuft, dann macht Savary einfach so weiter. Ich sehe es nur noch, dass er mit dem linken Highkick noch mal das versucht, was er die ersten zwei Runden versucht hat. Wenn die nur ein bisschen härter trifft und er ein bisschen satter trifft vor allem, also wenn er mit dem Schienbein, dann kann er damit den Kampf beenden. Oder ihn zumindest anklingen. Oh, schön die linke. Ah, aber Savary geht immer rückwärts, geht immer rückwärts. Ja, auch jetzt hier die Ecke von Alireza Savary sagt, geh nach vorne, geh nach vorne. Scheint auch zu wittern, dass es vielleicht ein bisschen knapp werden könnte. Oh, da versucht er es wieder mit dem High Kick. Ah, das ist zu langsam und zu telegrafiert. Also zu viel angedeutet. Aber hier der linke Körpertreffer, der saß bisher immer. Oh, da versucht er noch die Spinning Backfist hinterher zu setzen. Und Ende der dritten Runde, Ende des Kampfes. Und das war es im Grunde, diesem Kampf. Alireza Savary immer aus der Kontersituation heraus nach vorne gegangen. Und Tobias Mutsch hatte zweimal da, einmal knapp daneben gewesen. Hatte die Chance, hier mit dem Highkick zu beenden. Hier ebenfalls ausgerutscht. Also Savary hat den Kampf sicherlich gewonnen, weil er eine Sache 300 komplett durchgezogen hat. Er hat völlig die Ruhe bewahrt. Einmal hat er gemacht, was der Trainer nicht wollte, aber da hat er auch damit davon profitiert. Und von daher dürfte das Urteil ziemlich klar ausgehen. Ich möchte es nicht beurteilen, aber bewerten kann ich es. Bewerten kann ich es und kann sagen, dass wir einen großartigen Kampf gesehen haben von Tobias Mutschler und Ali Savary. Ladies and Gentlemen, die Nummer war eng und das erkennen wir daran, dass sie gegangen ist über drei Runden. Ordentliche Arbeit. Die Judges waren sich letztendlich aber doch einig. Mit 13 Richterstimmen geht der Sieg in die blaue Ecke an Ali Savary.